Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zur neuen Aufnahmesession von Gamers Go Makers. Erst einmal muss ich mich entschuldigen für die Panne, die mir da beim letzten Mal passiert ist. Das war echt ein bisschen doof von mir. Es ist dieselbe Panne gelaufen wie schon mal bei Game Dev Tycoon. Ich habe jetzt inzwischen meine Aufnahmetaste auf den Ziffernblock gelegt. Also sprich ganz weit weg von dem Areal, wo ich selbst bei diesen seltenen Fällen wie Gamers Go Makers ja tatsächlich mal die Tastatur brauche und was schreiben muss. Und man muss dazu sagen auch, ich hatte ja, Entschuldigung, ich hatte bis vor kurzem ja noch eine andere Tastatur. Und da war halt kein Ziffernblock drauf. Deshalb war ich so ein bisschen, hatte überlegt, welches ist die seltenste Taste, die ich benutze. Das war dann die Raute-Taste. Und die ist, wie gesagt, es ist ja nur einmal der Fall bei Game Dev Tycoon gewesen, dass ich sie wirklich gebraucht habe und mich dabei zerschossen habe. Jetzt, dann hatte ich ja meine Rockhard gekriegt von meiner Freundin, dankenderweise. Und da war tatsächlich immer so, ja, du musst mal die Taste umlegen, du musst sie mal umlegen, hat nie gemacht. Das hat sich dann jetzt sträflich gerecht dafür, dass ich da immer ein bisschen faul war und es nicht gemacht habe. Und da habe ich es jetzt quasi einmal ordentlich reingewirkt gekriegt. Jetzt ist die Taste umgelegt, jetzt müsste alles problemlos klappen. Das bedeutet für mich aber auch einmal kurz rekonstruieren, was ist passiert, was habe ich zuletzt euch nicht zeigen können. Deshalb gehe ich jetzt hier einmal auf meine Spielhistorie und ich mache jetzt mal hier, ich sortiere die mal zeitlich. Was wir ja noch erlebt hatten, war Deadman, genau. Und dann hatte ich hier vier Spiele in der letzten Session gemacht. Da ist das Spiel von Eagle, welches ich ja durch die Zeichenlänge auf The Vengeance Zombie Louis reduzieren musste, welches wir aber weiterhin die Abenteuer des vegetarischen Zombie Louis nennen. Zack, das ist dieses schöne Spiel. Wie ihr seht, ne, wir haben eine 6,9 Wertung bzw. 68% gekriegt. Hier sehen wir nochmal sozusagen die Details, Feedback der Spieler für die Abenteuer des vegetarischen Zombie Louis. 18, 17, wobei das ist eine Wertung, die man nur in diesem Bereich sieht. Die Prozentzahlen von dem, wie gut zum Beispiel Gewalt oder so angekommen ist, die habe ich ja zum Glück immer vorgelesen. Das heißt, ihr habt da die genauen Details gekriegt und hier seht ihr einmal, bis auf den Sound, das sind die Werte, die wir hatten. Die Sachen hatte ich ja vorgelesen, die Werte hatte ich nicht vorgelesen. Ihr seht jetzt auch einmal die Verpackung, wie sie aussieht, wie ich sie entschieden habe, dass sie aussehen soll. So, Musik und Soundeffekte wiederholen sich, bla bla, ja, ist klar. Tun sie natürlich eigentlich nicht, aber gut. So, dann zeige ich euch als nächstes, hier sieht man nochmal die Verpackung etwas in größer und man sieht natürlich hier auch nochmal den Profit. So, danach hatten wir das Rosa Einhorn Battle von Senonak LP. Verpackung schön in rosa gehalten. Wir hatten leider kein Einhorn gehabt. Hier habe ich die Werte ja ein bisschen verhunzt mit Grafik und Sound, wo tatsächlich deutlich mehr Wert drauf gelegt wurde als von mir gedacht. Ich hatte, glaube ich, nur Zweier Werte drauf gelegt gehabt. Und das hat das Ganze natürlich ein bisschen runtergerissen. Hier könnt ihr euch jetzt alles nochmal in Ruhe anschauen. Müsst ihr vielleicht ein bisschen auf Pause drücken in dem Video, weil ich jetzt nicht so lange auch auf alles eingehen möchte, weil es wird sowieso schon der Großteil der neuen Folge mit dem Rekonstruieren sich dann beschäftigen. Vielleicht mache ich die dann auch noch mal ein bisschen länger als nur 20 Minuten. Dann haben wir Winter is Coming, welches von Salia87 vorgeschlagen wurde. Da fällt mir gerade auf. Ah, Necromancy Isn't That Evil haben wir jetzt aktuell in der Produktion. Stimmt, ich habe mich gerade gewundert, nämlich wo das Spiel vom Schrottinator war. So, hier deutlich bessere Wertung. Terence McLeod will zum Beispiel mehr davon. Verdammt, wenn Salia das hört, das wird ihr natürlich quasi Flügel verleihen. Das ist die Verpackung, wie sie einmal aussieht. Und hier auch die Werte, da hatte ich Level Design. Ja, es ist halt, ich muss halt lernen, welche Werte hier für welche Sachen relevant sind. Und da ist es dann halt so, dass dann ein paar Patzer noch zustande kommen. Es hat sich jetzt zum Beispiel auch El Tonno gemeldet, der nochmal Mass Effect und Anstoß haben möchte. Und
Auch da habe ich ihn gewarnt. Es kann halt sein, dass das nicht so gut ankommen wird, wenn ich die falschen Werte einstelle, weil ich die Werte noch lernen muss, wie die halt auszusehen haben. Hinzu kommt, dass wir auch Rollenspiel noch gar nicht als Genre zur Verfügung haben, um Mass Effect umzusetzen. Das heißt, dieser Wunsch wird wahrscheinlich dann auch etwas später erst umgesetzt. So, und dann haben wir hier von Stromski den Vorschlag, hier the Dungeon Scroll. Das ist einmal die. Oh, ich kann die Verpackung tatsächlich auch ein bisschen größer machen. Gut zu wissen. Alle meine Freunde lieben dieses Spiel und das hat hier durchgehend fast nur 8. Ja, das ist eigentlich eine glatte 8er-Wertung eigentlich. Sag mal, wie errechnet sich das? Hier steht 7,9. Wenn ich die 9 und die 7 gleichen sich aus, dann ist das hier eine glatte 8. Ganz komisch. Naja, gut. Und da hatte ich leider auch die Grafik ein wenig zu unterschätzt, ein wenig zu niedrig gesetzt, wollte ich sagen. Aber trotzdem noch eine 78er-Wertung gekriegt, was verdammt gut ist. Ich glaube, es ist bis jetzt, ja, es ist bis jetzt die höchste Wertung, die wir hatten. Und dementsprechend sehen wir hier auch die Einkünfte schon im 100.000er-Bereich. Ich habe mal geguckt, ich habe ja wie gesagt eine Stunde lang, bevor ich das Let's Play gestartet habe, mal separat gespielt. Und da habe ich mit drei Spielen im ersten Jahr, glaube ich, fast das Doppelte erreicht von dem, was ich hier erreicht habe, weil ich da einfach glücklich die richtigen Regler eingestellt hatte. Da sieht man halt, wie wichtig das ist und wie viel Unterschied das macht. Jetzt ist es so, wie gesagt, wir haben ja hier noch eine Immobilie. Ihr seht, die separaten Räume sind noch nicht sonderlich spektakulär. Nur unser CEO-Büro hat da irgendwie was bisschen Besonderes. Ansonsten ist da jetzt nicht so viel. Ja, und die Konsolen kann ich euch immer noch zeigen. Das hier ist, das ist der Commodore, der IMB-PC, der Atari 5200, Sinclair ZZ Spectrum, Pier 2. Und ich glaube, die anderen davor, die kannten wir ja schon ausreichend. Das hier sind halt nur die neuen Sachen, von denen ihr noch keine Bilder hattet sehen können, da leider das Video ja verloren gegangen war. So, ich glaube, so viel des Rekonstruierens. Ich glaube, ich habe jetzt alles zusammen. Dann können wir wieder starten, können wieder laufen lassen. Und ja, es ist, die Beliebtheit sinkt halt natürlich. Am Anfang ist es am beliebtesten. So nach 3 Monaten geht das Ganze halt ein bisschen runter. Und jetzt ist es auch vom Markt genommen worden. 5.509 Einheiten haben wir aber verkauft und 82.000 als reinen Gewinn umgesetzt. Ein neuer Verkaufsrekord. Was will man mehr? So, Entschuldigung, zu viel gelabert. Da musste ich einmal kurz gehen. Oh, das ist immer. Irgendwie, ich weiß nicht, warum ich das seit. Ich habe nicht so eine gute Atem. Ups. Nicht so eine gute Atemtechnik, dass ich zu viel rede und zu wenig atme. Es ist. Irgendwie müsste ich da mal so Atemtraining oder sowas machen, dass ich im richtigen Moment Luft hole. Gewalt, 77% fanden, dass es perfekt ist. Vulgäre Sprache war mit 81% ein bisschen besser getroffen und der erotische Inhalt mit 91% perfekt. Was mir ein bisschen aufgefallen ist, das Musikspektrum oder der Soundtrack ist relativ überschaubar. Die Lieder wiederholen sich relativ schnell. Also gerade dieses Lied, das erkennt man, das hat so einen sehr, sehr starken Wiedererkennungswert. Das erkennt man natürlich sehr stark raus aus dem Soundtrack. Ich meine, es gibt Schlimmeres. Also es ist jetzt nicht so das wirklich Üble, dass das jetzt sich so wiederholt. Aber man merkt es halt und ich bin halt so einer. Ich habe früher tatsächlich ganz gerne den Sound von Spielen ausgemacht. Wenn ich irgendwas gespielt habe, dann habe ich meistens irgendwie Fernseher laufen lassen und habe dann gespielt. Also zum Beispiel beim Handheld, wenn ich an der Konsole gespielt habe, dann war das natürlich was anderes. Aber ich habe dann irgendwie immer, ich weiß auch nicht warum, die Background-Musik immer ausgehabt. Hat mich immer irgendwie ein bisschen nicht so interessiert. Bereue ich natürlich insofern, dass natürlich ganz viele coole Lieder mir dadurch entgangen sind. Aber gerade so, wenn ich jetzt an Gameboy-Zeiten zurückdenke, ist es, glaube ich, auch nicht so schön, weil damals war der Sound halt auch nicht so spektakulär. Und ich glaube, ich war damals von diesem minimalistischen Sound als Kind tatsächlich oder als jüngerer Mensch relativ schnell genervt.
Ich weiß auch nicht warum. So, kann ich. Irgendwie will sich mir kein Bild so richtig ins Gedächtnis brennen, dass ich sage so, oh, das finde ich geil. Nichts, was irgendwie so aussieht wie so ein Nekromant. Ja. Ah, weiß ich nicht. Ein bisschen würde schon passen zu der Story, dass wir ja eigentlich gar kein böser Nekromant sind und so. Ich würde das mal nehmen. Ich hoffe, das ist in eurem. Ups, nee, halt die Schrift. Ich hoffe, das ist in eurem Ermessen. Nehmen wir einfach mal das hier. Ich denke mal, das ist ganz cool. Das passt noch so ein wenig am ehesten. Ein wenig am ehesten, ja. So, dann warten wir, bis es fertig entwickelt ist. Und ich habe mir leider nicht zu trinken vorbereitet. Was ärgerlich ist. Ich trinke eigentlich immer ganz gerne einen heimlichen Schluck. Ich schaue mich gerade um, ob hier doch irgendwo mein Trink steht, aber nein, steht nicht. Ah, Nase juckt auch, weil ich dann merke, dass ich dann auch ein bisschen weniger gehen. Ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, dass. Aber das wäre irgendwie seltsam, wenn so nach Motto, der Mundschleimhaut ist nicht genug befeuchtet und deshalb bla bla bla, das wäre irgendwie seltsam. So, aber wer weiß. Ich bin auch ein seltsamer Mensch. Okay, viel Punkte haben wir hier nicht dazu gekriegt. Marketing. Necromancy isn't that evil. Ach, das ist der Spielpreis. Der Spielpreis, da gehe ich mal hoch auf 20. Kein Trend für Fantasy-Spiele. Kein Trend für Strategie-Rundenspiele. Ich mach mal Radiowerbung. Ah, wir haben es zweisprachig auch gemacht, ne? Ich mach mal Radiowerbung. Ach, deshalb ist es auch nochmal teurer. Ich mach mal Radiowerbung. Ich mach mal beides. Radiowerbung. Ah, ich kann theoretisch auch beides machen, ne? Ba, 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 bam. Komm, wir wagen es mal. Wir machen mal hier teure Werbekampagne. Vielleicht hilft das ja. Jetzt ist dein Ruf gut genug für einen Publisher-Vertrag. Oh. Wir können jetzt also scheinbar für Publisher arbeiten. Ich will jetzt aber erstmal angucken, wie dieses Spiel ankommt. Och. Ja, Level Design und AI habe ich nicht gut gewertet. Verdammt. Außerordentlich cleveres Game Writing. Angenehm fürs Auge, cooler Sound, innovatives Kampfsystem, bereichert um Tiefe und Komplexität, elegantes, einfach zu benutzendes Interface. Großartige Kampagne mit gewitzten Charakteren. Sich wiederholende Missionen, Begegnungen mit Feinden lassen Variation vermissen. Ah, wieder nicht perfekt, aber immer noch auf einem relativ guten Wert. Ah, trotzdem ärgerlich. So, wir mache ich jetzt, forsche ich mal noch einen neuen Aspekt. Hauptsache, es verkauft sich jetzt ganz gut. Also es wäre jetzt schön, wenn die Verkaufszahlen natürlich ein gewisses Niveau behalten. So, wir haben jetzt 2D-Grafik. Dann gucke ich doch mal, dass ich ein neues Projekt starte. Und was könnte ich denn nehmen? Ich habe ja jetzt noch drei Ideen von euch. Von Sayon, Hashtag 31337. Und von Salia nochmal How to be a Cat und Elchtest. Dazu, wie gesagt, zwei Ideen noch von El Tonno jetzt wieder dazu. Wobei der halt nicht zum Gewinnspiel dazu gehört. Ich könnte eigentlich El Tonnos Anstoß entweder machen. Als Sportsimulation oder als Rennsimulation den Echtest. How to be a Cat, das ist so eine. Wäre auch eine Simulation, die aber momentan nirgendwo reinpasst. Und das Hashtag soll ja ein Hackerspiel werden. Ich glaube, er wollte auch eine Simulation haben, Seon. Machen wir mal eine Sportsimulation. Und zwar probier's mal hier.
Und nein, immer noch kein. Wir wollen immer noch nicht E.T. nachspielen in der Version hier im Spiel drinne. Wobei ich die Idee, wie gesagt, mit den Lizenzen sehr, sehr, sehr cool finde. So, was wollte ich jetzt machen? Sportsimulator. Ah, okay, das war der Anstoß. Naja, da muss ich ja nicht viel erklären. Das ist so ein klassischer Sportsimulator. So ein bisschen im Stile von Fußballmanager oder so, dass man sein eigenes Team hat, Spieler einkauft, ne, irgendwie sein Verein immer versucht weiter zu stärken, zu verbessern, größer zu machen. Und ich glaube, hier wäre eine AI ganz wichtig. Die Grafiken wären wichtig, das Gameplay wäre relativ wichtig. Ich nehme hier tatsächlich beim Game Writing ein bisschen weg, weil das ist ein Fußball-Sport-Simulationsspiel. Da ist es jetzt nicht so Sounddesign und das würde ich jetzt mal nehmen. Ich würde es jetzt mal so versuchen. Oh, ich habe immer noch einen Punkt übrig. Da wäre das Gameplay. Wie gesagt, ich würde das Gameplay wirklich auf einen hohen Stellenwert setzen. Versuchen wir das mal. Schauen wir mal, ob das so ankommen kann. Ob Anstoß auf die Weise beliebt wird. So, es ist ein Fußballspiel, ein Sportspiel. Erotische Inhalte sind da relativ niedrig, Gewalt sollte da auch eigentlich eher nicht so den hohen Stellenwert haben. Vulgäre Sprache auch eher weniger, würde ich sagen. Story lasse ich tatsächlich mal auf 0. Es ist ein Sportspiel, eine Sportsimulation für Football. Obwohl ist Football wirklich das irritierende. Nee, das müsste American Football sein, ne? Hier, Fußball. Ha, seht ihr? Da war ich nämlich. Ihr merkt ja auch, das habe ich immer vergessen zu erwähnen. Ich habe von Anfang an dieses Spiel auf Deutsch gestellt. Ich habe es nie auf Englisch gespielt. Ich habe es von Anfang an auf Deutsch gespielt. Weil ich einfach gedacht habe, hier ist es einfacher, wenn ich direkt auf Deutsch es umstelle. Einfach auch wegen den vielen Texten. Und bei Game Dev Tycoon war es ja so, ich habe es ja auf Englisch damals gespielt, bevor es deutsche Übersetzungen gab. Das heißt, ich habe es nie anders gekannt. Hier nutze ich natürlich sofort die Chance, dass ich es auf Deutsch spielen kann. Und der Entwickler ist, soweit ich weiß, also ich habe mich mit ihm auf Deutsch unterhalten. Das heißt, er ist auf jeden Fall Deutscher, wobei er, wenn ich jetzt mir anschaue in den Übersetzungen, also in den Optionen, wo steht, wo die Spracheinstellungen sind, steht er halt nicht mit als Übersetzer drin. Aber er wird da schon ein bisschen auch aufgepasst haben oder wissen, ne, dass das alles so seine Richtigkeit hat. So. Eine Sportsimulation, die könnte eigentlich auch in so europäischen Ländern hier relativ gut Anklang finden. Japan vielleicht eher weniger, China auch nicht, Russland, naja, Brasilien, da könnte das auch noch. Südkorea, nee, und das hier ist was? Arabische Sachen, Länder, könnte sein, ne? Ich nehme mal diese Länder, weil hier überall könnte das, ist das so fußballtechnisch sicherlich ein interessantes Medium. Die Kosten der Übersetzung mit 6.000 sind okay. Wir sparen dafür hier an der Story, weil eine wirkliche Story wird für Anstoß ja nicht in dem Sinne benötigt.